Wir alle gehen Risiken ein, wenn es darum geht, neue Menschen zu treffen. Wir sind uns bewusst, dass sie uns verletzen könnten und dass jeder von Zeit zu Zeit Fehler macht. Allerdings denken wir selten, dass uns jemand absichtlich verletzen würde. Leider gibt es Menschen, die in unser Leben treten, uns manipulieren, betrügen und missbrauchen, ohne Schuldgefühle oder Reue zu empfinden. Was noch schlimmer ist, wir erkennen oft nicht, dass diese Menschen uns schlecht behandeln, da wir uns nur auf die guten Eigenschaften der Menschen konzentrieren, die wir lieben. Hier sind 8 Warnzeichen, dass du es mit einem bösen Menschen zu tun hast. Nummer 1. Er betreibt Gaslighting. Wenn jemand in deinem Leben dich an deinen Erinnerungen, deiner Realität und deinem Verständnis für das, was um dich herum passiert, zweifeln lässt, dann betreibt er Gaslighting. Jemand, der Gaslighting betreibt, kann dir das Gefühl geben, verletzlich, ängstlich und unsicher zu sein. Es überrascht nicht, dass sich dies äußerst negativ auf dein geistiges und emotionales Wohlbefinden auswirken kann. Nummer 2. Er ist geheimnisvoll. Diese Person hält ständig Informationen vor dir zurück und lässt dich mit dem Gefühl zurück, betrogen worden zu sein. Außerdem wird er leugnen, dass er dich täuscht, wenn du ihn damit konfrontierst. Stattdessen wird er sagen, dass das Vorenthalten der Wahrheit nicht dasselbe ist, wie dich anzulügen. Er wird also Wege finden, dich immer wieder zu verletzen. Nummer 3. Er ist gnadenlos. Jeder macht hin und wieder Fehler und verletzt seine Lieben. Nachdem man dies getan hat, empfindet man oft starke Schuldgefühle, Reue und Bedauern. Wenn es in deinem Leben jemanden gibt, dem es an Empathie mangelt und der keine Reue empfindet, wenn er die Menschen um sich herum verletzt, solltest du extrem vorsichtig sein. Bevor wir mit dem Video fortfahren, nimm dir doch bitte einen Moment Zeit, um diesem Video einen Daumen hoch zu geben. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Glockensymbol zu aktivieren, damit du keines unserer Videos mehr verpasst. Nummer 4. Er gesteht nie seine Fehler ein. Ein grausamer Mensch wird sich nie für seine Fehler entschuldigen. Mehr noch, er wird nie zugeben, dass er einen Fehler gemacht hat. Er versteckt sich vor den Konsequenzen seiner Handlungen und vermeidet es, die Verantwortung für das zu übernehmen, was aufgrund seiner Handlungen passiert. Nummer 5. Er ist nur ein Schönwetterfreund. Deine wahren Freunde erkennst du daran, wer zu dir kommt, wenn du in Not oder Schwierigkeiten bist. Jeder ist bereit, an deiner Seite zu sein, wenn die Dinge gut laufen und du keine helfende Hand oder eine Schulter zum Ausweinen brauchst. Grausame oder falsche Freunde werden in dem Moment verschwinden, in dem du sie am meisten brauchst, und sie werden wieder auftauchen, wenn sich deine Probleme in Luft auflösen. Nummer 6. Er ist manipulativ. Zusätzlich zum Gaslighting könnte er auch andere Manipulationstaktiken oder Strategien zur Gedankenkontrolle anwenden, um dich zu benutzen oder niederzumachen. Menschen, die in dein Leben treten, um dich zu manipulieren, sind ganz sicher nicht deine Freunde und sie sind ganz sicher keine guten Menschen. Nummer 7. Er ist ein Lügner. Diese Person scheint nicht in der Lage zu sein, ein Gespräch zu führen, ohne dich anzulügen. Er lügt nicht nur über wichtige Dinge, sondern auch über Dinge, die klein und bedeutungslos sind. Mit anderen Worten, er lügt zum Vergnügen, um die Menschen um ihn herum zu täuschen. Nummer 8. Er ist besitzergreifend. Böse Menschen sind übermäßig besitzergreifend und kontrollierend. Darüber hinaus wird er eifersüchtig, wenn er sieht, dass jemand versucht, das Vertrauen seines Freundes oder Partners zu gewinnen. Das liegt daran, dass er befürchtet, die Kontrolle und Macht, die er über seine Freunde hat, zu verlieren. Wenn du eine oder mehrere Personen mit den oben genannten Charaktereigenschaften kennst, solltest du dich distanzieren, um dein Wohlbefinden zu schützen und dein Glück zu bewahren. Hattest du schon einmal mit einem grausamen Menschen zu tun? Schreib es uns in die Kommentare. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst.